zweiten Lauf gleich eigentlich wie im ersten. Helmut Grünauer 52,84, auf Platz 2 Patrick Pfeiffer 53,33 und dritter Wolfgang Schutting 56,03 und vierter Herbert Pfeiffer mit 57,33. So, Reinhard Schläge jetzt gegenüber dem ersten Rennlauf. So, auf der Strecke jetzt Stefan Grünauer im Peugeot S1600. Das ging nicht gut bei Stefan 59,39 und Stefan Grüner 55,61. So, wir sind mit der 205, Leute, aufgepasst, jetzt gibt es wieder was Feines für die Augen. Die 205, Martin Kalteis. Ui, Patrick, 2 Liter. Also zweiter Rennlaufergebnis, Patrick Lorenzer 50,43, Patrick Courage 50,94, dritter Thomas Linke und vierter Stefan Grüner. So, das ist aber jetzt Martin Kalteis und das genießen wir jetzt. Der Rallye Abronte war im Mitsubishi Evo 7. Wir sind zurück beim Vorstart, genau in der Kurve unter der Kreuzung. Wenn das denn überhaupt ist, oder steht er direkt da vorne beim Vorstart auf der linken Seite mit einer offenen Tür? Das wäre sogar offen, ich glaube bei Armin, hoffentlich. Halten wir ihm die Daumen. So, Christoph Dilzer öffnet die Spezialtourenwagengasse bis 14 Kubik. Stefan Riedlofer mit derzeit noch 5 Piloten in der 1400-Gasse führen Gerald Bucher. 49,47 vor Günter Strohmeier, 51,12 und Johann Blecher 54,21. Aber einer kommt ja noch, der jetzt die Zielkurve dann betrifft und das ist natürlich Wandsberg im Schneider Polo 16V. Und es ist der 6 GTI 16 Ventila. Derzeit führt der Dominik Rabel mit 52,69 vor Gregor Hutter 53,86. Manuel Blasl vom Freizeitclub Edelsgrupp ist der Nächste. Ja, der war Zweiter im ersten Rennlauf mit dem Edelsgrupp unterwegs. Ja, über die Führung der Obersteirer aus Rottenmann vor Dominik Rabel und Gregor Hutter. So, wir sind in der Spezialtourenwagenklasse mit 2000 Kubikzentimeter. Michael Wels, der Gleisdorfer im Leninek Scirocco 16 Ventila. Manuel Blase sind die Zeiten 59,78 und auf Platz 3 Dominik Rabel 52,69, 4. Gregor Hutter 53,86. Ergebnis im zweiten Rennlaufklasse Spezial bis 1600 Kubik. Ja, zwei Scirocco-Piloten fordern den Dominator dieser Klasse an. Die Marco Mehr ist im Ziel. Gesamtklassement führt Michi Wels in alle Klassen mit 46,76. Vor Stefan Wiedenhofer, schnellster Gruppe A-Pilot mit 47,48 und auf Platz 3 René Banzenberg, schnellster der Spezialtourenwagen bis 14 und Kubik bis 48,58. Eine Hundertstel hinter der Martin Samberger 48,59 und auf Platz 5 Armin Gasser mit 48,91. Und Michi Auer jetzt, ja, eine Meute der Scirocco-Piloten jagt den Dominator der 2-Liter-Klasse. Andi Marco und zwar Michi Auer, Michi Wels und Markus Havela. Eine Meute, die Jäger von Andi Marco, der jetzt unterwegs ist bereits, die 61. Der Südsteiner, uiuiui, und ein Ausritt hier von Markus Havela. Der wird der Zweirad getrieben. Im ersten Rennlauf an die Marke eine Zeit von 46,34. So, Johan de Ween, der Niederländer, ist da, der erste in der Hubraumstärke 2-Rad-Klasse. Im Ford Escort 2 und jetzt war so gespannt auf die Zeit von Andi. Ja, durchwegs eigentlich Zeitverbesserungen gegenüber dem ersten Rennlauf. So, der Kleinsdorfer Manuel Seidel, derzeit auf Platz 5. Immer Porsche 996 GT3 Cup Auto.
dass er sich da jetzt verbessert hat. Und zwar sind das 1,5 Sekunden, die er jetzt schneller war, der Manuel Seidel. Da geht es jetzt, wie gesagt, schon ans Eingemachte. 3 Rennläufe, die er jetzt gewertet werden. Der nächste ist Manfred Platzer. Der war Vierter im ersten Rennlauf und nach ihm dann Karl-Heinz Binder. Der 500. Er war Dritter im ersten Rennlauf. So, Manfred Platzer jetzt, 49,43. Damit haben wir derzeit eine Reihung von Bernhard Lenz, 47,38, vor Manuel Seidel, 47,96 und Manfred Platzer, 49,43, eine Hundertstel Markus Hochreiter, 49,44, mit einem Zweitplatz, die 2. Ja, knapper dann der Zeit zum Bundes von Bernhard Lenz. Aber jetzt werden wir den Vorjahr hier den Tagessiegerungen hat und sich heute schwer tut gegen Karl Schager. Rupert Schweiger, der Feinsitzzahler, der Kugelhofer im Porsche 92,5 Liter Mikrowa. Seit dem Gesamtklassement. So, wir sind in der Oberung der Knallgasse. Der erste ist die Standnummer 7, Ewald Scherr vom Freizeitclub Edelsgrub im Ford Escort RS Cosworth. Da merkt man, es hat euch schon mächtig Bums unter der Haube. Schnellster Mann jetzt im Nachmittag, immer beim ersten und zweiten Rennlauf. Schnellster Mann also am Nachmittag hier bei den Wertungsläufen derzeit. Bruno Janiello, 44,88. So, Ewald Scherr, für sie nach ist dann Karl Werner, der führt. Und der nächste dann mit der Startnummer 3. Das ist der Mann, der heute bisher für Furore gesorgt hat, sowohl im Training als auch im ersten Rennlauf. Karl Schagerl, der Niederösterreicher, der amtierende österreichische Automobilstaatsmeister im VW Rally Golf Turbo. Schau mal, was der Karl Schagerl jetzt, ui, da kommt er ein bisschen raus. Auf die Wiese, aufs Bankett, lässt sich aber nicht wehren, fährt seine Linie, der Niederösterreicher. Auch die Zielkurve ein bisschen mit dem Lenker und geht durch. Enge Sache, Bruno Janiello, 44,88 und um 1700 schneller jetzt, Karl Schagerl, 44,71, aber zwei Kaliber, die kommen noch. Zum einen ist das Hannes Kaufmann, der jetzt schon im Schlussdrittel der Schlenker ist, der Kärntner im Ford Escort Cosworth. 4x4. Geht das Ziel mit einer Zeit von Gasauer im Lancia Delta Integrale. Also schnellster Mann bisher am heutigen Renntag, das ist Karl Schagerl aus Niederösterreich im Rallye Golf G60 Turbo. Beide jetzt im Ziel, die auch an den Kärntner Patrick Quarage, 32,40. Und der Dreher hat das jetzt ein bisschen übertrieben, der Patrick, heute ist aber nichts passiert. Und auf Platz 3 in dieser Klasse, Thomas Liegl der Weizer, im Opel Kadett mit 42,83. Da wär's noch einmal bald eklig. Ui, und leider jetzt ein Ausritt von Manuel Blasl an der 52,50 die Laufzeit. Jetzt haben wir 34,44. Ja, und jetzt hat sich von Lauf zu Lauf gesteigert, Bruno Janiello. Das ist natürlich ein ganz heißer Tipp auch noch für den Tagessieg. Der Schweizer im Lancia Delta S4. Und jetzt aufgepasst auf Karl Schagerl, der Niederösterreicher, steht hier vor seinem ersten Saisonsieg im VW Rallye Golf Turbo.